In diesem Video möchte ich Ihnen imposante Split-Test-Ergebnisse zeigen, die wir vor einiger Zeit erzielt haben. Und ich nutze ganz bewusst das Adjektiv imposant. Und für mich ist es deshalb imposant, weil es wirklich mit minimalem Aufwand zu sehr beeindruckenden Ergebnissen geführt hat. Und vielleicht gehören Sie zu denjenigen, die noch nicht wissen, was ein Split-Test ist. Dazu ganz kurz eine Einführung in zwei Sätzen. Die meisten Unternehmer und auch die meisten Agenturen arbeiten, was Verbesserungen auf ihrer Webseite angeht, rein aus dem Bauch heraus. Die haben irgendeine Webseite und irgendwann sagt der Geschäftsführer, der kann seine eigene Webseite nicht mehr sehen und sagt dann, okay, wir brauchen jetzt eine neue Webseite, die ist nicht mehr mobile responsive, die ist nicht mehr dies, die ist nicht mehr das, nicht mehr jenes. Und jetzt beauftragt eine Agentur, zahlt da sehr, sehr viel Geld dafür und die Agentur arbeitet 8 Monate, führt viele Workshops durch, hält die Company sehr, sehr busy während dieser Zeit. Dann geht irgendwann die Webseite live und genau an dem Tag, wo die neue Webseite live ist, die dem Geschäftsführer super gefällt, genau an dem Tag brechen die Umsätze ein, weil die Kunden sich nicht mehr angesprochen fühlen dafür. Und spürt man das ein paar Wochen später, bis dann dauert es nochmal ein paar Wochen, bis man dann rausgefunden hat, okay, es könnte vielleicht daran liegen, dass man die Webseite neu online gestellt hat und schaltet dann ganz schnell wieder die alte Webseite an und hat dann wieder die alten Ergebnisse. Und um dieses Dilemma zu vermeiden, gibt es eine sehr, sehr coole Marketing-Technik, nämlich Split-Tests. Und ein Split-Test bedeutet, dass Sie von Ihrer aktuellen Webseite, die Sie nicht ändern, eine neue Variante erstellen, auf der Sie ein Element ändern und dann dieses Element testen. Und zwar mit den Besuchern, die auf Ihrer Webseite sind. Das heißt, der erste Besucher ist die erste Variante, der zweite die zweite, der dritte wieder die erste, der vierte die zweite, der fünfte die erste und so weiter und so fort. Und mit einem guten Split-Test-Tool ist das sehr, sehr schnell erstellt. Und ich möchte Ihnen dazu gerne das beste Split-Test-Tool vorstellen, was es gibt auf diesem Planeten. Das kann ich Ihnen sehr selbstbewusst so versichern. Und zwar beste deshalb, weil es in der Komplexität wirklich minimal gehalten ist, ganz, ganz wenig Funktionen hat, die wirklich zentral sind, also wirklich Pareto hoch 3 und gleichzeitig sehr performant und Ihnen genau die Einblicke liefert, die es gibt. Das ist das Split-Test-Tool bei Qlikte. Und ich möchte Ihnen heute hier einen Split-Test vorstellen, den wir hier getan haben. Und zwar geht es um diese Webseite. Das ist die Partnerprogramm-Anmeldeseite von Qlikte. Die können Sie gerne auch einmal aufrufen. Qlikte.com/Partnerprogramm, beziehungsweise wenn Sie auf unserer Webseite sind, gehen Sie ja einfach mal auf den Reiter Partnerprogramm. Und diese Webseite ist eine der wichtigsten Landingpages für Qlikte, weil das ist nämlich die Webseite, wo diejenigen, die uns unsere Produkte bewerben wollen, die sprechen wir hier an mit dieser Webseite und denen stellen wir hier die Informationen zur Verfügung, die sie haben wollen. Und das Element, was wir jetzt hier getestet haben in diesem Split-Test, das ist genau hier diese Headline. Nämlich in dem Fall 45.867 Affiliates profitieren bereits vom Megatrend Marketing-Automatisierung, Lifetime-Provision, Spitzenprodukt made in Germany, perfekte Affiliate-Betreuung, warum nicht auch Sie? Und dann hier noch als Sternchen darunter, Qlikte ist die Nummer 1 unter 4.590 Partnerprogrammen im Digistore24, dem größten deutschsprachigen Affiliate-Marktplatz. Und die Split-Test, Sie sehen jetzt hier schon den Gewinner, weil der Gewinner ist jetzt genau hier online. Der Punkt ist aber, diese Headline, die habe ich mir nicht ausgedacht, beziehungsweise habe ich mir ausgedacht, aber ich habe mir auch noch 6 andere Headlines ausgedacht und ich habe die Headlines einfach getestet in meinem Split-Test, wo insgesamt dann 8 Varianten gegeneinander, genau, eine Kontrollvariante und 7 Split-Test-Versionen, also insgesamt 8 Varianten haben wir hier gegeneinander getestet. Und Sie sehen jetzt hier, dass diese unterschiedlichen Headlines wirklich hier unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben, auf ungefähr denselben Traffic. Haben wir hier 187 Conversions und hier haben wir 241 Conversions. Und ob Sie auf 2500 Besucher 240 Conversions haben oder nur 187, das ist ein ganz bedeutender, ein signifikanter Unterschied in Ihren Umsätzen. Und alles, was ich jetzt hier getan habe für diese Umsatzsteigerung, ist nichts weiter, als mir unterschiedliche Headlines auszudenken. Dafür habe ich mit meinen Kollegen im Marketing-Team, wenn ich mich richtig erinnere, 30 Minuten oder vielleicht auch eine Dreiviertelstunde mal zusammengesetzt, dann haben wir diese Headlines mal gebrainstormt, haben die dann in Split-Tests gegossen, auf die Webseite gestellt
und haben einfach ein bisschen gewartet und am Ende haben wir eben hier von Clicktip dann eben dementsprechend die Empfehlung bekommen und mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 95% wissen wir jetzt, okay, Variante 2 ist die Variante mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für eine Conversion und die hat eben hier mit dieser Testgröße von 2520 Besuchern, die diese Webseite besucht haben, im Rahmen dieses Split-Tests eben 9,56% Conversion-Rate erzielt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was waren vielleicht die anderen Headlines, die habe ich Ihnen hier mal rausgezogen. Die Kontrollversion war, 45.000 Affiliates verdienen bereits Geld mit dem beliebtesten Partnerprogramm im deutschsprachigen Raum, warum nicht auch Sie? Dann gleich als erste Variante war, glaube ich, auch die Gewinnervariante. 45.000 Affiliates profitieren bereits vom Megatrend Marketing-Automatisierung, Lifetime-Provision, Spitzenprodukt made in Germany, perfekte Affiliate-Betreuung. Warum nicht auch Sie? Jetzt ist die Frage, warum hat diese Headline hier gewonnen gegenüber dem? Und das kann ich Ihnen vielleicht kurz noch mit als Tipp auf die Reise mitgeben. Wie bin ich überhaupt auf diese Headline gekommen? Nun, wenn Sie sich hier diese Webseite anschauen, dann finden Sie hier diese Videos. Sie finden hier ein Video, wo unsere Top-Affiliates darüber sprechen, wie einzigartig Clicktip als Produkt ist und wie sehr sie hinter Clicktip als Produkt stehen, weil es nämlich meistens Leute sind, die Clicktip selbst nutzen und damit großartige Ergebnisse erzielt haben und dementsprechend ihren Kunden Clicktip empfehlen. Deshalb ist bei vielen Affiliates, die Clicktip bewerben, ist der Nummer 1 Grund, warum sie das tun, weil sie Clicktip einfach als Produkt toll finden. Der nächste Punkt ist, das zweite, was immer wieder genannt wird bei Affiliates, ist, dass wir Lifetime-Affiliate-Provisionen auszahlen. Und der dritte Punkt ist eben, dass wir eine hohe Conversion-Rate erzielen. Und das ist eben genau das, was sich dann hier auch in dieser Headline wiedergeschlagen hat. Und wie bin ich überhaupt zu diesen Videos gekommen? Ich habe meine wichtigsten Affiliate-Partner einmal interviewt und als ich mir die Interviews angeschaut habe, habe ich gemerkt, die erzählen immer wieder von denselben Sachen, warum sie Clicktip als Produkt bewerben. Wie gesagt, tolles Produkt, hohe Provisionen, geile Conversions, tolle Affiliate-Betreuung. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn das so ist, dann mache ich doch zu jedem einzelnen Thema ein Video und warum nehmen wir das dann nicht auch noch in die Headlines rein? Das heißt, ich möchte Ihnen gerne mitgeben auf die Reise, dass Sie sich, wenn Sie neue Split-Test-Varianten ausdenken, dass Sie das immer auf der Basis von echten Nutzerfeedback tun. Ja? Dass Sie Nutzerfeedback aufbereiten und dann dieses Nutzerfeedback nutzen, um daraus Fitness-Varianten abzuleiten. Das hat sich aus meiner Online-Marketing-Praxis als der erfolgversprechendste Weg herausgestellt. Ja, dann haben wir eben auch hier noch andere Varianten getestet und die brauche ich Ihnen jetzt nicht weiter vorlesen. Sie sehen ja das, was hier daraus geworden ist. Der Punkt ist einfach, Sie sollten Ihre Headlines auch testen. Die Überschriften, die auf Ihren Website haben, die haben einen enormen Impact auf die Conversions und dementsprechend auch auf Ihren Umsatz. Und wenn Sie jetzt hier mal die Kontrollvariante nehmen und das mal in Vergleich setzen zu der Conversion-Rate von der Gewinnervariante, also wenn wir mal sagen 8,22% im Vergleich zu 9,6%, dann sind das 16% mehr Conversion. Und 16% mehr Conversion bedeutet auch 16% mehr Affiliates, die ich mit meiner Reichweite zu Affiliates konvertiere. Und wenn alles andere gleich bleibt, dann bedeutet das für mich auch 16% mehr Umsatz. Und wenn wir das mal noch vergleichen zu der schlechtesten Variante, nämlich der Variante Nummer 4. Variante 4 war jetzt, Affiliates profitieren bereits von einem krisenfesten passiven Einkommen. Also das krisenfeste passive Einkommen war dann nicht so der wirklich ausschlaggebende Punkt. Und Sie sehen, der zweite Teil hier ist fast identisch mit dem ersten Teil. Also es ist auch immer wieder interessant, sich auch mal die Ergebnisse anzuschauen und dann mal reinzuschauen, warum sind die Sachen eigentlich so, wie sie sind. Jedenfalls, wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis setze, 7,9 zu 9,6%, dann habe ich eben hier 21% mehr Conversion. Und das würde bedeuten, ich kann auch mit derselben Besucherzahl, die auf meine Webseite kommt, 21% mehr Personen in Affiliates verwandeln und wenn alles andere gleich bleibt, dann eben dementsprechend auch 21% mehr Umsatz erzielen. Und wenn ich jetzt auf einem anderen Weg 21% mehr Umsatz erzielen möchte, dann müsste ich entweder meine Vertriebsmannschaft 20% größer machen oder ich müsste 20% mehr Werbung schalten oder ich müsste meine Reichweite um 20% erhöhen oder ich müsste irgendetwas tun, um 20% mehr Umsatz zu erzielen. Und der einfachste Weg aus meiner Sicht ist einfach nur mal herzugehen und sich zu überlegen, okay, was ist aktuell meine Headline
wie sieht die aus? Kann ich vielleicht eine Kundenbefragung machen? Vielleicht habe ich auch irgendwelche anderen Daten oder rufe vielleicht einfach mal meine Top-Kunden an und frage die, warum hast du eigentlich mein Produkt gekauft? Und erstelle dann auf der Basis dieser Informationen neue Headline-Varianten und pack einfach mal den Splittest online und sie werden überrascht sein, was dann die Splittest-Ergebnisse Ihnen zeigen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, Ihnen hat es was gebracht. Wenn Sie mit Clicktip einen Splittest erstellen wollen, nichts leichter als das. Sie gehen einfach hier oben bei Listbuilding und sagen neues Marketing-Tool. Dann wählen Sie dann dort hier Splittest aus und sagen dann einfach hier neuer Website-Test und sagen hier, ich möchte Inhalte auf einer Webseite testen, legen den Splittest an. Und dann können Sie ganz einfach hier mit diesem HTML-Editor Ihre Website-Inhalte erstellen. Sie können den HTML-Editor, wenn Sie reinen Quelltext bearbeiten möchten, auch einfach nur ausschalten. Sie können dann hier auch dementsprechend neue Splittest-Varianten mit hinzufügen. Sie können die Gewichtung ändern und ein Feature, was wir gerade neu hinzugefügt haben, ist eben hier diese Zufallswahrscheinlichkeiten, dass es nicht mehr Round-Robin läuft, sondern eben zufällig läuft. Habe ich Ihnen im Detail auch schon erläutert in einem anderen Video. Packen Sie einfach hier Ihre Website-Inhalte rein. Bei dem Splittest, den ich Ihnen gerade gezeigt hatte, da war das eben so, dass ich dort eben da natürlich die Headlines hier einfach eingefügt hatte. Und so sieht das dann einfach hier aus. Hier sind die Headlines. Und diese Headlines, die kommen dann ganz einfach auf die Webseite, indem Sie dann auf Einbettungscode gehen. Dann schnappen Sie sich entweder hier diesen JavaScript-Quelltext oder hier diesen PHP-Quelltext. Und wenn Sie diesen PHP-Quelltext dann auf Ihre Webseite einfügen, an der Stelle, wo einfach die Headline dann reinkommen soll, dann ersetzt Clicktip eben statt diesem PHP-Code immer dann die Headline von der einzelnen Variante, die eben gerade angezeigt werden soll. Wiederkehrende Besucher erkennt Clicktip dann eben auch anhand der IP-Adresse und dann auch anhand des Cookies, weist dann eben wiederkehrende Besucher immer wieder die Variante zu, die sie bereits gesehen haben. Und um dann auszuwerten, ob welche Variante wie viele Conversions erzielt hat, packen Sie einfach hier diesen Tracking-Pixel dementsprechend auf Ihre Dankeschön-Seite und schon zählt Clicktip für Sie die Conversions. Sehr, sehr viele Unternehmer sind aus meiner Sicht von dem sogenannten Shiny Objects Syndrom betroffen. Davon reden wir auch bei uns in der Top Consultant Mastermind immer wieder. Lass dich nicht von den Shiny Objects ablenken, ja? Sondern konzentriere dich wirklich auf die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und aus meiner Sicht gibt es im Online-Marketing nichts Wichtigeres, als die Conversions im Blick zu behalten, die ich auf meiner Webseite habe. Und der beste und einfachste Weg dazu ist, indem ich einfach iterativ meine Webseite verbessere, indem ich iterativ Inhalte immer weiter nach vorne bringe und das mache über Zahlen, Daten, Fakten, das eben tue, dadurch, dass ich eben Splittests fahre und mir die Splittest-Hypothesen auf der Basis von Nutzerfeedbacks eben einhole. Ja. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das war wertvoll für Sie. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben könnten. Dazu können Sie zum Beispiel auch meinen YouTube-Kanal abonnieren oder Sie kommen mal auf der Webseite clicktip.com vorbei, gucken sich da ein bisschen um. Vielleicht können wir Ihnen da auch helfen. Wir bieten Ihnen dort auch sehr, sehr viele Schulungen an. Wir bieten auch Konferenzen an und sehr, sehr viele andere Dinge zum Thema Online-Marketing, zu den Themen Business-Automatisierung, Marketing-Automatisierung. Mein Ziel mit diesen Videos ist es, Unternehmer nach vorne zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube daran, dass die großen Probleme unserer Zeit nicht von den Trumps und auch nicht von den Merkels dieser Welt gelöst werden, sondern von Menschen, die mutig zu Problemen hingehen, die Probleme anpacken, statt vor ihnen wegzulaufen, und die auch in den vergangenen 100.000 Jahren Menschheitsgeschichte genau diese Probleme gelöst haben, nämlich genau solche Menschen. Und wenn Sie zu dieser Gruppe von Menschen gehören, dann freue ich mich riesig, dass wir uns heute kennengelernt haben. Und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben könnten. Insofern, ja, alles, alles Gute und bis bald. Ciao.